Seit wann die Menschen Golf spielen, ist nicht hundertprozentig zu klären. Auch wer das Spiel mit dem Ball und Schläger eigentlich erfunden hat, ist umstritten. Was jedoch sicher ist, Golf erfreut sich mit über 60 Millionen organisierter Spieler weltweit großer Beliebtheit. Während es in vielen Ländern Europas seit jeher ein Massensport war, hing dem Golfspiel in Deutschland lange Zeit der Ruf des eher elitären Freizeitvergnügens an. Doch auch das hat sich mittlerweile geändert, zu sehen etwa auch im Golfclub Schloss Kressbach bei Tübingen. Die Fairways und Greens zwischen Kressbach und Eckhof werden von vielen Leuten, jung und alt, gleichermaßen bespielt und das seit nunmehr 10 Jahren. Am Wochenende wurde das dazugehörige Jubiläum gefeiert. Das X oder besser das T markiert den Punkt. Für die Gäste des Golfclubs Schloss Kressbach zunächst vielleicht ein wenig irritierend, kennen sie das Tee doch eher als einen kleinen, wenn auch entbehrlichen praktischen Helfer beim Abschlag. Gut, der Reiz generell am Golfen ist eigentlich das Schöne, das ist ein kompletter Familiensport, das kann man jung mit alt zusammenspielen. Man hat ja im Golfen keinen Gegner, man spielt immer bloß gegen sich selber und man kann es vor allen Dingen auch noch im hohen Alter spielen. Auf dem Übungsgelände können Anfänger wie passionierte Golfer ein wenig an ihrem Abschlag feilen, bevor sie sich beispielsweise für eine schnelle Runde nach Feierabend auf den kleinen 9-Loch-Kurzplatz wagen. Wer es dann einmal richtig wissen will, kann seine sportliche Leidenschaft auf dem Herzstück des Golfclubs, dem großen 18-Loch-Meisterschaftsplatz, ausleben. Unser Golfplatz unter anderem zeichnet natürlich Folgendes aus, dass wir der längste Golfplatz in Baden-Württemberg sind, dass wir die einzigen sogenannte schwarze Abschläge haben, zu vergleichen mit beim Skifahren schwarze Abfahrten. Dann haben wir ein wunderschönes Alppanorama, das wir ständig während dem Spielen sehen und die Burg Hohenzollern im Hintergrund. Also ich denke, da sind wir ganz gut dabei. Doch auch abseits des Grüns lässt sich die einmalige Landschaft der Schwäbischen Alb im Golfclub Schloss Kressbach genießen. Bei einer kleinen Pause auf der Sonnenterrasse des Clubhauses, von wo aus die Jubiläumsgäste zudem einen erstklassigen Blick auf das ominöse Tee auf dem Rasen hatten. Den Punkt, der einem ganz besonderen Besucher den Weg in den Golfclub weisen sollte. Denn der kam aus der Luft mit dem Flugzeug. Und weil ein Golfplatz nun mal keine Landebahn ist, musste der mehrfache Weltrekordhalter und Weltmeister im Fallschirmspringen Klaus Renz eben den direkten Weg nach unten nehmen. Ein Weg, der einem Mann wie ihm aber bereits seit Jahrzehnten sowieso der liebste ist. Ein Nachbar von mir war Segelflieger und hatte mir erzählt, seine Segelflugschüler dürfen einmal mit einem Fallschirm abspringen, sozusagen einen Notsprung üben, dass wenn sie mal rausspringen müssen aus dem Flugzeug, dass sie wissen, wie das funktioniert. Und da habe ich gesagt, das möchte ich auch machen. Damals war ich 15 Jahre alt und ein Jahr später habe ich dann meinen ersten Fallschirmabsprung gemacht. Seither sind unzählige weitere dazugekommen, über dem Nordpol bei minus 53 Grad, der Antarktis und, übrigens einer der schwierigsten, wie Klaus Renz erzählt, in den Burghof der Burg Hohenzollern. Aber beim Fallschirmspringen ist es wie auf einem Golfplatz. Man ist nie wirklich fertig, denn man kann und muss sich immer weiterentwickeln.